Puh, beim Thema Ungleichheiten weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich denke zum einen an den Unterschied zwischen Arm und Reich und an die Schere, die in Deutschland immer weiter auseinandergeht. Aber ich denke auch an alles, was mit Diskriminierung zu tun hat. Egal, ob du schwarz oder weiß bist, welcher Religion du angehörst oder ob du einfach mehr auf Frauen anstatt auf Männer stehst. Das sind leider alles Gründe, um in Deutschland blöd angemacht zu werden. Und in manchen Ländern sogar Grund dafür, um ernsthaft bedroht oder verfolgt zu werden. Ich habe mir bei 10 Nummer 10 jetzt was rausgepickt. Ich möchte die Bildungschancen von Kindern verbessern. Denn gerade bei Kindern von Geflüchteten, die noch nicht perfekt Deutsch sprechen, sind die Ungleichheiten quasi vorprogrammiert. Also gebe ich jetzt einmal in der Woche Nachhilfeunterricht an einer Grundschule. Das macht nicht nur super viel Spaß, sondern es ist auch super sinnvoll.